Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochs-Update vom 8.7. Und heute geht es erneut auf die Springstrecke von der guten Linda. Wo findet ihr das Ganze? Lindas Springstrecke ist auch wie beim letzten Mal, als sie uns hier dieses Rennen temporär zur Verfügung gestellt hat, in Moorland da direkt hinter Loretta. Ihr findet sie im Pulk der Leute, nämlich hier zwischen diesen ganzen Leuten, die hier gerade rumstehen. Und sie gibt euch ein Rennen, bei dem ihr beim ersten Mal sogar 10 Spielererfahrung bekommt. Wichtig hierfür, ihr könnt es auch als Nicht-Star Rider machen, das Ganze. Einfach einmal sie anreden. Ihr seht, ihr bekommt 125 Pferdeerfahrung. Also auch wenn ihr das wiederholt, könnt ihr das noch ganz gut zum Level nehmen als zusätzliches Rennen auf eurer Route und bekommt beim ersten Mal eben auch noch 10 Spielererfahrung. Auch Nicht-Star Rider können übrigens dieses Rennen machen. Und das Rennen bleibt bis zum 22. Juli verfügbar. Zusätzlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine von 4 pastellfarbenen Decken für euer Pferd und die dazugehörigen Gamaschen zu kaufen. Dafür geht ihr einfach auf den Global Shop und habt sie dort direkt zur Verfügung. Hier solltet ihr ein bisschen aufpassen, denn das gelbe Set, zumindest die gelbe Satteldecke, hat nicht Chumpy-taugliche Werte. Dafür ist sie auch erheblich billiger, denn sie kostet gerade mal die Hälfte. Also wenn ihr eines dieser pastellfarbenen Satteldecken-Sets mit den Gamaschen für euer Pferd haben wollt, die Satteldecken bekommt ihr für Schillinge auch und die anderen Sachen, nämlich die Gamaschen, leider nur für Starcoins. Das war's dann auch schon für diese Woche. Holt euch eure Spielerfahrung, genießt die neuen Sets und das Springreiten bei Linda. Nächste Woche verschwinden dann die Uris und das Wolkenreich und es kommen die neuen EVBs, die neuen Farben der EVBs und ihr könnt endlich Boss sein auf dem English Through Boss. Mal schauen, was uns dabei genau alles erwarten wird. Wir können gespannt sein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.